Stellen Sie sich mal vor, bei Ihnen klingelt es morgens an der Tür. Sie machen die Tür auf und da steht ein Beamter vom Finanzamt. Und der sagt zu Ihnen, ich möchte jetzt Geld. Sie haben bei der Steuer was offen und das will ich jetzt vollstrecken. Oder es sind mehrere Beamte. Und die sagen, wir wollen rein in die Wohnung, in Ihr Haus, in Ihre Firma. Wir wollen eine Durchsuchung machen, weil Sie bei der Steuer was nicht korrekt angegeben haben. Können Sie da überhaupt was gegen machen? Gibt es da eine Möglichkeit, rechtlich dagegen vorzugehen? Genau das verrate ich Ihnen heute. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Steuerrechtskanzlei TaxPro in Frankfurt am Main. Die klare Antwort ist, es kommt drauf an. Ich weiß, dass das ein typischer Juristenspruch ist, aber wenn Sie wissen wollen, was Sie dagegen machen können, wenn das Finanzamt bei Ihnen klingelt, dann kommt es wirklich drauf an. Konkret, welcher Beamte bei Ihnen klingelt. Und es gibt konkret zwei davon. Der eine ist der Vollziehungsbeamte, der sogenannte Gerichtsvollzieher vom Finanzamt. Das ist der, der nur Geld möchte. Und der andere, die andere auch, das sind die Steuerfahnder. Das sind diejenigen, die bei Ihnen durchsuchen wollen. In der Wohnung, im Haus oder in der Firma. Also es sind zwei unterschiedliche Arten von Beamten, die da kommen. Und je nach Art richtet sich das, was Sie dagegen machen können. Aber Sie können auf jeden Fall was dagegen machen. Fangen wir also an mit dem ersten. Und das ist der Gerichtsvollzieher, der nur Geld möchte. Wenn der kommt, dann kündigt der sich vorher an. Sie bekommen dann Post. In dem Brief, da steht dann drin, Zahlungsaufforderung. Der Vollziehungsbeamte möchte Sie am so und so vielten, um so und so viel Uhr besuchen. Und dabei möchte er eben bei Ihnen pfänden. Das ist ein Dokument, was Sie in der Post bekommen. Und da können Sie konkret dagegen machen, dass Sie einen Einspruch dagegen einlegen. Natürlich. Und natürlich am besten von den Pepper Papers. Denn wir haben speziell bei uns in dem Shop für die Rechtsdokumente einen Einspruch dafür, wenn sich der Gerichtsvollzieher vom Finanzamt bei Ihnen ankündigt. Und was uns viele Zuschauer auch fragen ist, was mache ich denn, Frau Lederer? Ich lege da Ihren Einspruch ein beim Finanzamt? Ja. Und ich erreiche dadurch, dass das Verfahren offen ist. Also nicht rechtskräftig abgeschlossen oder bestandskräftig, wie Sie immer sagen. Aber was mache ich, wenn der trotzdem kommt? Der steht vor der Tür und ignoriert einfach diesen Brief, den ich geschickt habe, ob als Papier oder Elster. Aber der ignoriert meinen Einspruch. Was kann ich dann machen? Da habe ich einen konkreten Tipp für Sie. Geben Sie diesem Mann oder dieser Frau Ihren Einspruch ausgedruckt in die Hand. Lassen Sie ihn nicht oder sie ins Haus, in die Wohnung, in die Firma rein, sondern sagen Sie ganz normal, dass Sie Einspruch eingelegt haben gegen diesen Verwaltungsakt. Das ist es nämlich. Es ist ein Akt der Verwaltung gegenüber dem Steuerpflichtigen. Und Sie haben Einspruch eingelegt. Dadurch, Sie wissen, erreichen Sie, dass Sie auf gleichem Level sind. Und deswegen ist mein Tipp, wenn Sie den Einspruch einlegen, Sie können das ja machen per Elster oder auf Papier, ganz wie Sie möchten, dass Sie sich auf jeden Fall eine Kopie von Ihrem Einspruch ausdrucken, Kopie machen. Auf der Kopie muss auch Ihre Unterschrift sein. Und das Papier würde ich wirklich ganz klassisch analog, nicht digital nach einer Mailadresse fragen oder so, die Ihnen der Gerichtsvollzieher sowieso nicht so gerne geben wird. Aber das würde ich dem Mann in die Hand drücken und dann klar sagen, ja, ich habe den Besuch von Ihnen angekündigt bekommen, ich habe dagegen Einspruch eingelegt, dazu habe ich noch keine Entscheidung vom Finanzamt oder ich habe eine und ich habe nochmal Einspruch eingelegt. Auf jeden Fall haben wir hier ein offenes Verfahren und solange dieses Verfahren offen ist, dürfen Sie bei mir nicht rein. Lassen Sie sich das Dokument auch quittieren, dass Sie es ihm gegeben haben. Sie ahnen es, auch dafür haben wir natürlich eine rechtssichere Quittung für Sie im Shop, sodass Sie komplett ausgestattet sind an dem Tag, wo der Gerichtsvollzieher doch vor der Tür steht. Ihren Einspruch ignoriert, das passiert immer wieder. Je größer das Finanzamt auch ist, je knapper die Zeit ist, Sie bekommen ja den Brief mit dieser Ankündigung, nicht unbedingt 2-3 Monate vorher, sondern da steht drin, wir kommen schon in ein paar Tagen, nächste Woche. Und dann legen Sie den Einspruch ein und der kommt oft nicht schnell genug zu dem Vollziehungsbeamten, zu dem Gerichtsvollzieher. Und deswegen würde ich an Ihrer Stelle, wenn Sie sowas machen, sagen, ich lege auf jeden Fall den Einspruch ein, habe zur Sicherheit meine Kopie ausgedruckt plus ein zweites Dokument mit der Quittung, der sogenannten Empfangsbestätigung. So nennen wir Juristen das. Und damit sind Sie dann gewappnet. Das haben Sie auf dem Schreibtisch liegen oder in der Schublade, wo Sie es schnell griffbereit haben, wenn es passiert, dass bei Ihnen der Gerichtsvollzieher vom Finanzamt klingelt.
Unsere Zuschauer vom Finanzamt werden jetzt sagen, oh nee, Frau Lederer, kommen Sie uns nicht schon wieder mit diesem Einspruch. Das zögert doch das Verfahren nur raus. Die Steuer ist offen, also müssen wir die vollstrecken. Steuern sind dazu da, bezahlt zu werden. Und der Einspruch, der zieht das Verfahren nur in die Länge. Das bringt überhaupt nichts, sondern kostet nur Zeit und unnötiges Steuergeld vielleicht sogar. Falsch. Der Einspruch ist meiner Meinung nach eines der stärksten Rechtsmittel, die wir in Deutschland haben. Gerade in Sachen Finanzamt und Behörden. Denn er erreicht genau das, was ich immer sage. Hier ist das Finanzamt, die Behörde, die Verwaltungsbehörde und hier ist der Steuerpflichtige, der Mensch, um den es geht. Der Mensch ist immer in einem Überunterordnungsverhältnis im Verhältnis zur Behörde. Durch den Einspruch erreicht er, dass er auf selbe Level kommt. Dieses selbe Level ist die Waffengleichheit, dass eben auf selber Ebene mit denselben Waffen gekämpft wird. Und um nichts anderes geht es bei dem Einspruch. Von daher zögert er das Verfahren nicht in die Länge, sondern der Einspruch ist ein Grundrecht bei uns in Deutschland. Er steht im Grundgesetz drin. Das ist die Rechtsweggarantie, dass Sie, wenn Sie einen Bescheid von der Behörde bekommen, dagegen Einspruch einlegen können. Und deswegen rate ich immer zu einem Einspruch, denn damit machen Sie einfach Ihre Rechte geltend und zeigen dem Finanzamt auch, okay, wir haben den Bescheid bekommen, die Vollstreckungsankündigung, aber wir haben auch das gute Recht, dagegen Einspruch einzulegen. Damit kommen wir direkt zur zweiten Variante. Und das ist, wenn die Steuerfahndung klingelt. In der Regel kommen die ja früh morgens. Und was passiert dann? Können Sie dann auch sagen, ich habe meinen Einspruch vorbereitet in der Schublade und drücke den Steuerfahndern in die Hand und die gehen dann wieder? Nein, das geht nicht, aber Sie können trotzdem was machen. An dem Tag, an dem die Steuerfahndung bei Ihnen klingelt, ist eins wichtig für Sie zu wissen. Das ist der Tag der Steuerfahndung und Ihr Tag, wenn Sie betroffen sind, der beginnt, wenn die Steuerfahndung wieder draußen ist. Denn Sie können gegen den Besuch der Steuerfahndung an sich nichts machen. Es bringt auch nicht wirklich was, da Ihren Steuerberater oder Steueranwalt anzurufen, sondern Sie müssen die Durchsuchung von der Steuerfahndung über sich ergehen lassen. Kleiner Insider-Tipp. Wenn die bei Ihnen reinkommen, die Beamten, dann ist das ja ein Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung, in die Privatsphäre. Einer der stärksten Grundrechtseingriffe, die wir in Deutschland haben. Dann, Sie sind im ersten Moment geschockt, aber nehmen Sie sich einen Block, einen Stift oder Sie machen es digital und führen Sie Protokoll. Schauen Sie genau, wie viele Beamte es sind. Was machen die? Was durchsuchen die? Klar, Sie bekommen am Schluss, am Ende der Durchsuchung ein sogenanntes Protokoll, wenn was beschlagnahmt und mitgenommen wird von den Beamten. Aber indem Sie selber Protokoll führen, werden Sie wieder zum Herr des Verfahrens und müssen nicht einfach tatenlos rumstehen, voller Angst. Was wird jetzt hier gemacht? Und Sie verstehen überhaupt nicht, worum es geht. Also mein klarer Tipp für Sie, nehmen Sie das Heft in die Hand und schreiben sich so viel auf wie möglich. Es sind auch wichtige Beweise später für Ihren Anwalt. Und wenn der Tag rum ist, die Steuerfahndung geht wieder und die Tür fällt ins Schloss, dann beginnt Ihr Tag. Dann ist definitiv Ihre Zeit gekommen, dass Sie sich dagegen wehren können. Und das geht so. Sie legen wieder diesen Einspruch ein, diesmal einen anderen, speziell gegen den Besuch der Steuerfahndung. Mit diesem Einspruch erreichen Sie, dass die Sache zwar stattgefunden hat bei Ihnen, der Tag ist rum mit der Durchsuchung, aber Sie erreichen, dass das Ganze nicht rechtskräftig wird. Ja, wir sagen in der Steuersprache bestandskräftig, aber rechtskräftig ist für Sie das Entscheidende zu wissen. Das bedeutet, nur weil das Finanzamt Fakten schafft mit der Steuerfahndung und der Durchsuchung, heißt das ja nicht, dass das gleich rechtmäßig ist. Oder glauben Sie ernsthaft, dass jede Durchsuchung in Deutschland, die die Steuerfahndung macht, rechtmäßig ist? Und nur weil die Steuerfahndung einen Beschluss vom Gericht mit dabei hat, das ist ja dieser berühmte Durchsuchungsbeschluss vom Gericht, da steht dann drin, es besteht der Verdacht einer Steuerhinterziehung, die Steuerfahndung darf durchsuchen, Wohnung, Geschäftsräume. Glauben Sie ernsthaft, das macht die ganze Sache rechtmäßig? Was glauben Sie, wie viele Gerichtsbeschlüsse wir in Deutschland haben für die Durchsuchung wegen der Steuerhinterziehung der angeblichen? Steht ja noch gar nicht fest zu dem Zeitpunkt. Wie viele Gerichtsbeschlüsse wir haben, die rechtswidrig sind. Denn denken Sie mir immer dran, die Wohnung, das Haus, das Firmengebäude, die sind geschützt. Sie haben ein Grundrecht darauf, dass die Wohnung, das Haus unverletzlich bleibt. Unverletzlich bedeutet, niemand klingelt morgens und kommt einfach rein und durchsucht. Das ist also ein extrem
starkes Grundrecht, was ich wirklich hochhänge und was natürlich bei der Durchsuchung verletzt wird. Das heißt, die Gerichtsbeschlüsse müssen es auch richtig gut begründen, dass wirklich die Durchsuchung das letzte und geeignete und verhältnismäßige Mittel ist. Zeigen Sie mir mal so einen Gerichtsbeschluss. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, dass die Gerichte, die diese Beschlüsse für die Durchsuchung machen, die im Schnellverfahren abfrühstücken. Es sind zu viele Verfahren, Akten für zu wenige Richter. Also geht das im Fließbandverfahren durch. Und das macht diese Beschlüsse angreifbar. Deswegen ist mein Tipp für Sie, wenn Sie den Tag mit der Steuerfahndung hinter sich gebracht haben, dann legen Sie mir unbedingt den Einspruch dagegen ein. Denn mit diesem Einspruch erreichen Sie zwei Dinge. Das erste ist mal, dass dieser Tag mit der Durchsuchung nicht rechtskräftig wird. Und das zweite ist, Ihnen steht ein Schadenersatzanspruch zu. Gegen das Finanzamt, haben Sie das gewusst? Wir haben dazu neulich mal ein Urteil bekommen von ganz oben vom Bundesfinanzhof. Der hat auch gesagt, wenn das Finanzamt die Steuerfahndung schickt, dann muss das schon verhältnismäßig sein. Denken Sie mir an die Unverletzlichkeit der Wohnung. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist wirklich das entscheidende Keyword in dem Zusammenhang. Wenn das Finanzamt das macht, muss die Durchsuchung wirklich angemessen sein. Das muss einer vorher überprüft haben und auch nachweisbar überprüft haben. Andernfalls steht Ihnen der Schadenersatzanspruch zu. Das Besondere an diesem Einspruch ist, er ist anders. Er ist anders als der normale Einspruch gegen den Steuerbescheid zum Beispiel oder unser Beispiel, unser erstes Beispiel mit dem Gerichtsvollzieher, wenn der zu Ihnen kommen will. Nein, der Einspruch gegen die Durchsuchung von der Steuerfahndung, der ist anders. Da müssen ganz bestimmte Dinge drinstehen, rechtliche Dinge, steuerrechtliche. Und genau dafür haben wir auf den pepperpapers.de ein passendes Rechtsdokument. Wenn Sie das haben, dann legen Sie damit Einspruch ein und behalten sich alle Rechte vor für den späteren Schadenersatzanspruch. Damit sind Sie am Ende des Tages, wo morgens bei Ihnen die Steuerfahndung geklingelt hat, auf der rechtssicheren Seite. Jetzt wissen Sie also ganz genau, was Sie machen können, wenn das Finanzamt bei Ihnen klingelt. Im Endeffekt ist es der Einspruch, den Sie auf jeden Fall mir einlegen sollten. Je nachdem, Sie schauen, welcher Beamte es ist. Ist das der Gerichtsvollzieher, der eben nur Geld möchte? Oder ist es die Steuerfahndung, die durchsuchen wollen und rein wollen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus oder Ihre Firma? Und wir haben zwei unterschiedliche Einsprüche, aber im Endeffekt, was ich mir an Ihrer Stelle auf jeden Fall merken würde, dass Sie immer und ohne Ausnahme den Einspruch einlegen können. Und damit erreichen Sie, dass Sie eben doch was dagegen machen können. Ja, ich hoffe immer, dass es Sie schlauer gemacht hat heute. Und wir sehen uns Montag und Freitag um 18:30 Uhr hier auf dem Kanal. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.